So, da melde ich mich auch zurück. Bei The Groundskeeper. Schnell weg von diesem Gruselhaus, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Was los war, wie das erste war. Scary Momente drin waren. Ganz klar. So, dann gehen wir jetzt ja in die Richtung. Da wird sich der Weg gleich wahrscheinlich nochmal teilen. Oder hier sind zwei Häuser. Ne, teilt sich. Please, you've got to help us. He's got us trapped down here. Who? Our groundskeeper. He's gone crazy. He locked us all in the bottom of the well. Who are you? What's going on? I'm Charles Studworth. He's crazy. He's crazy. He'll get you too. I promise he will. Who? You've got to get us out of here. You've got to get out of here. Why? No time. There's no time. There's no time. You have to calm down. Tell me what's going on. Help. Help, please. He locked us down here. The only way to free us is through the basement at Studworth Manor. Listen. Listen to me, please. There's a spare key. It's behind the mansion. You've got to get it. You've got to save us, please. What? How do you know he's not still there? I know he's here. I know he's still living here because I can hear him frantically pacing each and every night down here in the basement. There's no time. There's no time. There's no time. Okay, wird alles gut. Wir gehen mal weiter. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Was war das? Bisher war es ja im Wald noch ohne Scary Momente. Das soll auch bitte so bleiben. Haus reicht. Oder die Häuser reichen. Oh, fuck, irgendwas ist hinter mir. Geh, 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 geh. Wie lang ist denn der Weg? Nein, 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 irgendwas ist da. Wahrscheinlich dieser komische Typ. Alter, wie lang ist denn der Weg? Sag mal. Das ist ja zum Glück über. Oh! Überhaupt nicht übertrieben. Alter. Ah, der macht irgendwie noch nichts. Ist natürlich du. Per. Place Gate. Key below. Ach, wir brauchen einen Key dafür. Damit das Tor aufgeht. Was? Können wir hier hoch? Und wir haben keinen Key. Toll. Hör doch auf! Ist das... Soll das der Schlüssel sein, oder was? Ich schätze mal ja. Gott, war der Schlüssel. Dann auf ins Horrorschloss, na super. Ach du Scheiße. Ist das... Ernst? Zu. Zum Glück. Hä? Das Tor ist auf. Alter, lass die Geräusche. Ah! Alter! Er macht aber nichts. Ich bin auf mit uns, aber er macht nichts. Zum Glück hätte ich den ganzen Schnodderpuk nochmal spielen müssen. Und hier nur reinführen, damit ich irgendwann das weiterkomme oder was. So, das ist gelocktet, okay. Die ist... mit Brettern vernagelt. Da braucht man schon wieder so einen Schlüssel. Hä? Ist das...
Oh, ich muss mal kurz mich kratzen. Das will ich nicht machen, wenn ich weiter und dann vielleicht erschrecken will. Alter. Boah, das Let's Play werde ich mir auf alle Fälle, wenn ich das durch habe, bei anderen reinziehen wahrscheinlich noch. Die sich erschrecken, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, hier ist alles zu. Das umgesetzt. Alter. Doch, ein kleiner 9 Minuten geht oder so, ja. Pustekuchen, das nimmt gleich mehrere Parts an. Ist, glaube ich, jetzt aktuell der dritte dürfte das sein. Locked. Was? Ich versuche das im Kopf zu lesen. He changed. Ich will nämlich nicht in der Tür stehen. Aber ich kann den Zettel nicht aufnehmen. Ich dachte, den kann ich vielleicht aufnehmen, ne? Was hat mir das jetzt gebracht? Den Raum habe ich jetzt geöffnet und dadurch kann ich jetzt in einen anderen, oder was? Aber hier ist auch kein Schlüssel, hier ist nichts, ne? Hallo, lass mich mal bitte... Ne, hier ist kein Schlüssel, hier ist nur dieser Zettel. Tatsache, jetzt ist die Tür auf, oder was? Nee. Ich war noch nicht nah genug dran. Ist jetzt vielleicht auf der anderen Seite die Tür auf oder unten ein, aber die sind alle vernagelt unten, oder? Ist halt auf die, wo ich drin war. Boah, diese Geräusche, ne? Locked. Ich kann nicht springen, ich kann nicht sprinten, ich kann halt gar nichts, ich kann nur gehen. Und mich umsehen. Mehr habe ich nicht. Und über Schlüssel gehen, die ich dann habe. Das ist nicht gerade viel. Das macht es umso schlimmer. Ich hätte gerne irgendwie eine Pistole oder so. Das würde wahrscheinlich nichts bringen, aber ich würde mich sicherer. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Hier die Bretter kann ich nicht entfernen. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Vielleicht bei den Stühlen? Nee. Das war die Bücherei. Hier ist noch einer. Die ist aber auch noch gelocktet. Gibt es auch nichts. Gleich kommt wahrscheinlich wieder dieser alte Buckelheini, ey. Guten Tag, ich bin der Buckelheini. Ah! Oh! Alter! Boah! Die Tür ist zu! Wieso ist die Tür zu? Ich will nicht immer noch zu, zum Glück. Okay, beim Schlüssel kann ich nichts machen. Ich muss ja auch irgendwas machen können. Ich will hier gar nichts machen, aber ich muss was machen. Ich gehe nochmal hoch. Oh, ich krieg zu viel, ey. Ich will raus aus diesem Schloss. Locked. Ist hier hinten was, was ich übersehen habe? Nope. Gibt's doch gar nicht. Die Bretter kann ich nicht wegmachen, ne. Boah, ich brauch eine Pause, Alter. So, weiter geht's. Ich musste ganz kurz einen kleinen Cut machen, aber ich
Hab nicht nachgeschaut oder so, es musste nur ein kleiner Cut sein. Muss halt manchmal, ne? So, und jetzt muss ich hier irgendwie... Okay, die Tür geht jetzt auf. Mann! Verschieb dich nicht! We just hired the greatest groundskeeper to tend our manor. He's been getting really close with our family. I mean, I consider him to be the brother I never had. As long as he's with us, I think nothing will ever go wrong. Although it is strange how much he's obsessed with clocks. He has multiple watches on his wrist. He says he likes to keep exact track of how much time he's losing. Lass mich einfach nur aus dem Schloss raus. Dann sind wir beste Freunde. So, jetzt ist wahrscheinlich eine andere Tür auf, die davor zu war. Das ist ja so bei der Sache. Und ich muss wahrscheinlich noch so einen Schlüssel finden. So einen Hebel wieder. Was dann passiert, will ich gar nicht wissen. Wenn es so ist. Ich gehe erstmal diese Tür hier abchecken. Ansonsten war unten, glaube ich, noch einer. Aber die geht auf. Groundskeeper's been acting really strange recently. It seems like his obsession with time has become more of an addiction. He seems like he's becoming private and jittery. It almost seems as if his body's becoming inhabited by nothing. Mhm, das war jetzt nicht so spektakulär mit dieser komischen Statue. So, und jetzt ist wahrscheinlich unten die Tür auf und da ist dieser Hebel drin. Oder es geht da noch weiter rein ins Schloss. Ich habe keine Ahnung. Huch, was war das denn? Wir sollten da an die Wand geschaut, oder war ich das? So, das war aber hier. Oder auch nicht. Aber ja, hier ist der Schlüssel. Wie ich dachte. So, und gleich wird was ganz Schlimmes passieren. Da bin ich mir so sicher. Wieso? Wieso? Oh. Ich will doch nicht. Ah, da geht's. Oh, das Schloss wäre also auch fertig. Zum Glück. Oder auch nicht. Was? He lives down there. Stay out. What are you doing? Ach komm, lass doch den Scheiß. Jetzt geht's zip. Was? Oh, ich dachte, ich hab nur gefreut. Pustekuchen, jetzt kommen wir in ein Weinlager. Das ist ja super. Oh, diese Geräusche. Das ist ein Fahrrad. Ah, da. Mann! Sichtlich eigentlich, dass er... Man erschreckt sich halt doch. Und jetzt kommen auch noch hier solche Scheißgänge. Hello? Ich geh wieder in die Ecke. Ich hab darauf keinen Bock. Why are you doing this? Okay Leute, ich werde hier aber nochmal einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal bei The Groundskeeper.